Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Es geht wieder weiter. Wir haben im letzten Part alle Vorbereitungen getroffen, um endlich in den Deku-Baum zu können. Wir können den komplett abschließen. Wir haben alle Items, die wir brauchen, um dahin zu kommen und können auch alles mitnehmen. Das ist so gut und wir sehen auch so cool aus. Guck mal, wir haben sogar die Handschuhe an, Alter. Wie krank. Das ist sowas von gut. Also wir haben im letzten Part auch wieder ordentlich was bekommen. Also ich bin begeistert. Es läuft sehr, sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir teleportieren uns mal in den Wald, denn wir haben jetzt auch einiges an Wundererbsen, was wir weitergeben müssen. Ja, Wundererbsen schön fleißig einpflanzen. Wir haben jetzt im Kokiri-Wald plus verlorene Wälder eigentlich drei Punkte, wo wir was einpflanzen können. Ich sag mal, wir brauchen jetzt aber nur zwei. Der dritte ist eher sinnlos. Aber zwei nehmen wir auf jeden Fall mit. So viel ist klar. Und ich spekuliere ja immer noch darauf, dass wir endlich mal eine Flasche bekommen, damit wir auch die ganzen Käfer endlich mal in die Erbsenlöcher reinballern können. Das wäre ganz toll. Ich würde mich da so freuen. So, na komm, ich gehe einfach mal kurz raus. Ich glaube, so ein Reset ist immer besser. Miau. So, und dann rennen wir hier einmal durch. Zack. Aber wir sind schon echt krass stark geworden. Das ist unglaublich. So, da sind wir doch schon da. Okay, hallo. Nö. Aber hier pflanzen wir gerne eine Erbse ein. Brauche ich erst in die Hand zu nehmen. Denn die brauchen wir halt für später eine Skulltula. Super nervig, oder? Schon. Hier war auch so ein Stein drin, gell? Ja. Genau. Das meinte ich. So ein Stein halt, ne? Den wir später mit dem Schlummerlied der Goronen anpassen müssen. Whatever. Ich glaube, wir müssen uns dann in unseren vier Formen, menschlich, Sora, Deku und Gorone, in diese vier Orte begeben und jedes Mal das Schlummerlied der Goronen spielen und dann bekommt man theoretisch ein Herzteil. Das ist schon viel Arbeit dafür. Und wir können durch. Ja, Leute, jetzt geht's zum Deku-Baum. Mal gucken, ob wir den in der Folge schaffen. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wir können hier ordentlich Items bräumen. Ah, das wird super. Okay. Earthbound. Schön. Juhu. Was können wir hier bekommen? Was können wir hier bekommen? Wir haben auf jeden Fall jetzt hier gleich direkt eine Schatzkiste. Dann oben wartet direkt die zweite. Das ist ein Skulti-Symbol. Ne, was ist denn das? Schlüssel? Das ist ein Schlüssel. Small Key Water. Nehmen wir mit. Geil. So. Achso, muss man wirklich mit dem Schild machen, ja? Sind die Bosse gerandomized? Wie war das? Ne, ich glaube nicht, ne? So. Auf zur nächsten Schatzkiste. Hier gibt es gleich zwei. Einmal eine normale. Da müsste es nur Trash drin sein. So haben wir das jetzt schon mittlerweile herausgefunden, ja. Und da oben. Sind doch nicht normale normalerweise Felsblöcke. Hier ein wunderschönes Herzteil. Sehr schön. Für Majora's Mask. Die leider ignorieren wir. Wir rushen hier mal schnell durch, würde ich sagen. Also Deku-Baum geht schnell. Der geht wirklich schnell.
bin echt gespannt, was wir hier... Alter, die Handschuhe, ne? Die haben wir jetzt auch erst als Erwachsener bekommen, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, die hatte ich in Kakariko gekauft. Wenn ich mich da richtig dran erinnere. Wie gesagt, meine Erinnerungen sind etwas getrübt. Das ist, wie gesagt, ein bisschen her, seitdem ich aufgenommen habe. Ich komme langsam wieder rein. Das ist jetzt immer noch dieselbe Aufnahme wie vor 2 Tagen. So, und hier gibt es auch 2 Schatzkisten und eine Skulltee. Richtig nice. Und da ist auf jeden Fall was Wertvolleres drin, denn da haben wir eine fette Schatzkiste. Und hier ist eine Trashkiste. Eine Fee. Ja! Oh, toll. Ich kann ja eigentlich mal wieder... das Masterschwert ausrüsten, oder? Also ein bisschen unsere Vorteile nutzen. Ist das cool. Okay. Hier die Fackel können wir noch anzünden. Earthbound ist auch ein Spiel, das möchte ich, glaube ich, mal zocken. Was haltet ihr davon? Earthbound? Also quasi, wer es nicht kennt, ist ja das Spiel von NES. Was ja ein rundenbasiertes RPG ist. Oh. Kuko. Pocket Kuko. Kuko. Kuchiro. Kuchiro? Nee, das ist Kiki. Kuchiro heißt er im Englischen. Keine Ahnung. Die Frage ist nur, wo ist denn der? Wo ist denn der schläft? Das ist eine gute Frage. Und ein Herzcontainer. Für Majora's Mask. Geilo. Schön. Okay, weiter geht's. Ah, Kuko. Ich erinnere mich düster, dass wir da auf jeden Fall schon mal drinne waren in dem Raum. Aber wo das jetzt war? So. Schmeiß mich doch nicht runter. Was soll das denn? Ich spring gleich freiwillig. Ich muss mich nicht schmeißen. Zack. Wenn ich hätte mal auch den Feuerentferner machen können. Das wäre auch gegangen. So, jetzt hier auch nochmal schöne 2 Skulls, diese Schatzkiste. Wundervoll. Ich habe mal da 5 Rubine. Wahnsinn. I love it. Für Majora's Mask. Und dann haben wir hier nochmal die Skulltee. Wow. Das hat's ja richtig gebracht. Da freut man sich doch. Aber egal. Wir haben schon ein schönes Item bekommen. Das ist auf jeden Fall Kuko. Ein paar Herzteile haben wir auch schon bekommen. Also ein Herzteil. Ein Herzcontainer sogar. Für Majora's Mask. Wenn wir stärker werden, freut mich das immer. So, was haben wir hier Schönes drin? Wonderful. Wonderful. Okay. Gab jetzt auch viel Trash, muss man dazu sagen. Ich brauche eine Fackel. Zack. So, okay. Ja, ich bin guter Dinge, dass wir in der Folge hier... den Dungeon schaffen sollten. 2-3-1. So, das ist jetzt halt das Schöne, dass wir so spät erst hier sind. Deswegen können wir auch komplett den Dungeon machen. Ansonsten wäre das halt nicht möglich gewesen. Weil wir ja eine Fernkampfwaffe brauchen, wie den Boomerang, um uns Items zu uns zu holen. Und glaub auch Bomben. Shit. Wollte ich mal cool sein. Hat nicht geklappt. Dann machen wir es halt richtig. Da wollte er mal cool sein. Und verkackt das auch noch. Alter, wie wir das Masterschwert auf dem Rücken haben, ne? Das ist ja unglaublich. Sorry, ich wollte dich nicht ins Schwanken bringen.
So. Ah, das ist so angenehm, ne? Normalerweise hätte Navi jetzt gelabert. Normalerweise hätte das ewig gedauert, wenn du den Block verschoben hättest. Das ist halt geil an einem Randomizer, dass das alles... Die kleinen negativen Dinge, dass du vollgelappt wirst. Ich sag mal, das ist ja auch ein Tutorial, aber... Wenn du es kennst, dann kennst du es halt, ne? Dass die dann weg sind, das ist schon was Schönes. So. Geil. Hey Leute, es läuft. Das läuft richtig gut. Wow. Das war richtig schlecht. So, dann machen wir einmal den hier. Wir fackeln gleich mal alles ab, oder? Dann ist alles offen. Müssen wir später nicht nochmal machen. Und dann fahren wir hier mal ganz kurz unsere... Ich habe nur einen getriggert. Juhu, und dann brauchen wir hier nochmal eine Bombe. Achso, der Hammer geht ja auch, ne? So, hier haben wir noch eine Skulti drin. Und dafür brauche ich auf jeden Fall den Boomerang. Ich glaube, vorher kann man die gar nicht holen. Das ist schon traurig. Ah. Schade. So, 40. Okay. Jetzt nicht super lohnenswert. Aber was soll's. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, noch einen Deku-Händler. Dann kommt der Boss. Der gibt ein Item. Und dann kriegen wir vom Deku-Baum noch ein Item. Das heißt, drei Items noch. Nee, hier gibt's ja gar keinen. Hä? Ich hätte irgendwie... War hier nicht mal ein Deku-Händler? Oder ist das... Ist das Master Quest? Ich bin gerade verwirrt. Ist das Master Quest? Naja. Gut, Leute. Dann einmal der Deku-Stick. Zack. Also ich bin begeistert. Wir sind hier echt schnell durchgekommen in, ja, ich sag mal 15 Minuten haben wir jetzt den Dungeon abgeschlossen. Dazu kommt ja noch, dass wir erst hinlaufen mussten. Rechts vor links, aber die goldene Mitte geht vor, ne? Wer kennt's nicht? Hi. Jo, und jetzt will ich einen One-Hit sehen, Leute. Jetzt will ich einen richtigen One-Hit sehen. Sollte möglich sein. Das war Goma schon One-Hitten. Es ist nicht Go. Hä? Es ist getauscht. Ich brauche ein Spiegelschild. Geil. Ich komme hier nicht weiter. Vor allem ich mit meinem Deku-Schild. Ich mit dem Deku-Schild. Oh, voll die Fresse. Aha. So läuft der Hase. Ja. Hallo. Ja, es ist jetzt Twin Rover, ne? Bringt mir halt nix. Hier wegteleportieren.
Jo. Ja, geil. Das, Kann ich das benutzen? Ich kann das auch nicht benutzen. Ich kann nichts benutzen hier. Scheiße. Ich kann ihn nicht bekämpfen, Leute. Die Musik, ey. Okay, warte mal. Pfeilbogen kann ich auch nicht benutzen. Ja, nö. Das war's. Ich kann das Spiel einmal beenden und neu starten, würde ich sagen. Okay, Leute, dann würde ich das jetzt mal machen. Ich resette mal. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Ihr habt übrigens auch noch nie dieses Intro gesehen, glaube ich, ne? Ich glaube nicht. Schön mit Final Fantasy X Musik. Wollte ich euch mal ganz kurz zeigen, damit ihr das auch mal gesehen habt. Ich habe ja jetzt das Spiel mal neu gestartet. Ganz kurz. Und so sieht das eigentlich aus, wenn man das Spiel startet. Das habt ihr, glaube ich, so noch nicht gesehen gehabt. So, wir gehen ins Menü. Da haben wir diese Musik, by the way. Da könnt ihr mir gerne mal sagen, was das für Musik ist, denn das wird nicht angezeigt. Und wir gehen wieder rein ins Game. So, und starten im Dekobaum. Ja, das war natürlich doof jetzt, ne? Dass wir den nicht abschließen konnten. Also wir können hier wiederkommen mit dem Spiegelschild. Dann können wir als junger Link mit dem Spiegelschild, weil wir ja komischerweise immer alles von Erwachsenen und Jungen auch ausrüsten können. Fast alles. Twin Rover dann machen. Dann. Später. Wir haben auch die Feuermusik noch nicht, ne? Können uns auch als junger Link noch nicht in den Feuertempel oder zum Feuertempel porten. Geht leider auch nicht. Okay, was machen wir jetzt? Ich dachte, wir können das jetzt schon abschließen. Ist leider nicht so. Schade. Hier ist er. Den kann ich jetzt nicht wecken. Hä, warum schläft denn der? Kann ich Kuku nehmen? Nee. Das ist normal, dass der später wieder pennt. Das Spiel habe ich ja schon gemacht. Merkwürdig. Okay. Ja, wir können jetzt als junger Link überall noch die Erbsen pflanzen. Dafür könnten wir halt einmal zum Haljasee gehen. Wir könnten einmal in die Wüste gehen. Außer am Todesgrader. Da können wir es halt nicht pflanzen. Aber ich glaube, ich würde das einmal machen, kurz noch. Viel Zeit haben wir eh nicht mehr in dieser Folge. Dementsprechend... Ja, es war halt schade, dass jetzt kein Goma kam. Wir hatten auch Goma schon, ne? Ich glaube... Ja, wir hatten Goma schon. In der Dodongo-Höhle hatten wir Goma, glaube ich. Ja, klar. Okay, Goma. Nicht doof. Wir hatten Goma schon. Klar hatten wir Goma schon. Ich erinnere mich. Sorry, Leute. Wie konnte ich das vergessen? Huh. Ja, wir hatten Goma schon. Naja. Okay. Ich würde sagen... Ja, das ist falsche Luft. Ja, Wüste müssen wir einmal machen. Todeskrater bringt nichts. So. Gerudo bringt nichts. Also eigentlich nur Wüste und Haljasee, ne? Kommen wir in der Wüste jetzt eigentlich auch weiter? Haben wir da nochmal was bekommen? Also wir sind jetzt erwachsen. Wir können als Erwachsener jetzt halt auch in der Wüste was machen. Theoretisch geht das auch. Ich gehe mal kurz zum Haiersee. Pflanze das Ding ein, dann gehen wir nochmal kurz in die Wüste. Pflanzen da das Ding ein, dann können wir im nächsten Part dann... Ja, dann können wir im nächsten Part die kurz abchecken, diese Orte. Das sind dann drei Stück an der Zahl. Das ist einmal in... Kukiriwald. Zweimal im Kukiriwald, also Kukiriwald, verlorene Wälder. Dann einmal jetzt hier am Haiersee. Und dann einmal in der Wüste nochmal kurz abchecken. Wir könnten in der Wüste dann auch weitermachen. Könnte aber auch voll in die Hose gehen. Wir könnten im Feuertempel weitermachen. Da haben wir drei Schlüssel. Wie viel gibt's da? 8. Okay. Das ist ziemlich wenig, was wir haben. Scheiße. Wir können den Majora's Mask weitermachen.
damals auch wieder ein bisschen neuen Stuff, aber wir haben auch sehr viel in Ocarina of Time noch zu tun, theoretisch. Wir könnten in die ganzen einzelnen Dungeon rein. Wir könnten in die Eishöhle. In der Eishöhle können wir aber nicht abschließen, weil wir keine Eisenstiefel haben. Das ist der Nachteil. Okay. Ich glaube tatsächlich, es ist klug, in Majora's Mask weiterzumachen. Weil wir können uns bei Tingle jetzt halt ordentlich durchkaufen. Ich glaube, das wäre wirklich eine gute Idee. Ich weiß nicht, wie ihr seht, aber ich denke... A runter A, rechts runter A. Ba, ba, bam, bam, bam. Du, du, du. Ja, ich glaube, das ist ein guter Plan, Leute. Und warte mal ganz kurz. Hier kann ich jetzt auch rein. Wir machen ein bisschen Überlänge heute. Oh, ah, das Königsgrab. Big. Ja, komm, das machen wir jetzt noch. Da platzen wir noch die Erbse und dann war's das für die Folge. Das können wir nämlich abschließen hier, das Königsgrab. Das ist was Feines. Da holen wir uns jetzt hier eine Schatzkiste und dann noch den Song, in Anführungsstrichen. So, Dins Feuer. Schön. Ist halt cool, dass du als kleiner Bimpf jetzt hier auch, stark bis in Sachen hochheben kannst. Ich glaube, das ist eine Trash-Kiste, ne? Würdet ihr wieder sagen? Naja, 20 Rupien ist jetzt nicht so viel Trash. Wir brauchen bald Geld. Ich glaube, das ist ein ganz guter Plan, wenn wir dann in der nächsten Folge erstmal wieder in Majora's Mask reingehen. Da seid ihr auch alle, glaube ich, ganz happy mit. Dann sind wir mal wieder ein bisschen andersweitig unterwegs. Na, machen wir wieder ein bisschen was anderes, als in Ocarina of Time rumzuhängen. Und kriegen hier noch eine schöne Milch. Geil. Man freut sich. So, ich würde sagen, wir machen hier mal ganz kurz Frozen Joghurt. Mit Zombie-Geschmack. Ju. Und dann pflanzen wir noch schnell die Erbse. Im nächsten Part machen wir uns groß. Checken das mal kurz ab. Dann können wir auch als großer Link im Majora's Mask ein bisschen rumrennen. Ist vielleicht auch ganz interessant. Fände ich cool. So, und ja, dann gucken wir mal, was wir in Majora's Mask so machen können. Ein paar kleine Sachen können wir, glaube ich, erstmal machen. Mit Bogen und so. So, eine Erbse. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Dann checken wir hier die Orte ab und gehen mal wieder in Majora's Mask rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.